ungefähr so muss sich mein ehemaliger Chef damals gefühlt haben, als ich ihm im Kofferraum steckte und auf einen verlassenen Acker gefahren bin. Warum das passierte und was dort geschah, erfahrt ihr in der heutigen Folge 25 Gramm. Morgen. Moin, herzlich willkommen. Worüber reden wir heute? Wir reden heute über meine Vergangenheit. Ich sag mal, im Alter von 16 bis 19 Jahren. Da ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Ein knallhartes Ereignis, was mich damals komplett aus der Bahn geworfen hat. Du wolltest mir schon immer einen auf die Mappe hauen. Jetzt hast du die Chance dazu. Und zwar mit diesem Punching Ball. Mein neues Koordination- und Konditionstraining. Das Tolle daran ist, all unsere Erfolge lassen sich darauf messen. Denn in diesem kleinen Ball steckt mehr Technik wie also mancher Smartphone. Dieser kleine Ball misst nicht nur unsere Treffer, sondern auch unsere Schlagkraft. Und das Schönste daran ist, wir können uns untereinander challengen. Wenn du zu Hause auch so einen Bounce hast, können wir miteinander matchen. In der App lassen sich unsere Erfolge tracken. Hier ist übrigens auch mein Profil und sollst mich auf jeden Fall hier adden. Schreib du mir jetzt, an welchen Rapper ich eins schicken soll, damit ich mich mit ihm matchen kann. Und auf Instagram läuft übrigens noch ein kleines Gewinnspiel für dich. So, und für dich habe ich auch noch eins, damit wir miteinander matchen können. Und für euch, liebe Leute, habe ich den Rabattcode CHARO10. Damit könnt ihr euch den maximalen Rabatt sichern. Welches Jahr war das? Von 2000 bis 2004, glaube ich. Welche Ereignisse haben dich denn in dieser Zeit, du hast es gerade schon mal kurz angeschnitten, besonders geprägt? Also ich habe meine Ausbildung begonnen und erfolgreich abgeschlossen. Ich bin kurz vor Ende Vater geworden. Ich bin von zu Hause damals ausgereist. Und dann kam auch meine erste richtige große Straftat. Wenn wir jetzt zurückdenken ins Jahr 2000, 2001, der 18-jährige Ahmed Sharif. Wie sah damals dein Alltag aus? Boah, mein 18-jähriger Ahmed Sharif. Ich bin morgens aufgestanden. Baustelle oder Berufsschule und kam immer nach Hause, dann habe ich gegessen und da kann ich mich wirklich immer erinnern, Sporttasche gepackt, ab ins Gym. Also Gym war damals schon mein Leben. Wir haben ja in einer der vorherigen Folgen erfahren, dass du in dem Alter auch schon deine ersten Drogengeschäfte gemacht hast. Mhm. Inwiefern war das in deinen Alltag integriert? Das war so auch in meinen Alltag integriert. Wie gesagt, ich bin ja immer so zur Arbeit gegangen. Hatte da meistens so meinen Weed versteckt gehabt, weil das zu Hause immer schwierig war. Und dann, wenn ich von der Arbeit kam, ich habe in so einer Hut gelebt und habe das da so an den Zwang gebracht, so zwischen auf dem Weg zum Gym und wieder zurück nach Hause. Und dann ist etwas passiert, was dein Leben tatsächlich sehr verändert hat. Ja, Mann. Kurz bevor ich meine Ausbildung beendet habe, bin ich Papa geworden. Kam Post vom Jugendamt. Ich konnte diese Briefe nicht abfangen. Ja, und damals war es mir nicht möglich, darüber zu sprechen, zu kommunizieren. War ich nicht in der Lage zu und habe hier Taschen gepackt und bin ausgereist. Das lag wahrscheinlich nicht zuletzt daran, dass dein Elternhaus ja auch eher konservativ muslimisch geprägt war. Absolut. Meine Eltern sind sehr, sehr konservativ. Hab noch weitere Geschwister und damals war das ein völliges No-Go. Das war ein No-Go, weil du mit der Frau nicht zusammen warst? Ja, genau, richtig. Nicht islamisch verheiratet, ne? Nicht Ehefrau. So. Wie haben deine Eltern damals darauf reagiert? Ja, geschockt. Die haben mich gesucht. Ich weiß auch ganz genau, die haben mich gesucht, die haben bei Freunden an die Tür geklopft. Aber war nicht einfach auch für meine Eltern. Ja, und die waren damals auch mit der Situation überfordert. Weißt du, wie ich meine? Die kamen ja auch 86 hier nach Deutschland, haben sich diese Welt nicht so vorgestellt, wie sie eigentlich hier ist. Heute sehen die das aber auch hundertprozentig anders. Wir haben uns jetzt viel darüber unterhalten, was deine Eltern davon gehalten haben. Aber wie hat sich das denn für dich angefühlt, als du erfahren hast, dass du Vater wirst? Für mich hat sich das so angefühlt, ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Weißt du, so, ich wusste, da ist gerade was da, was ich nicht bewältigen kann. Also zumindest alleine in dem Zeitpunkt. So, das war, muss aber auch sagen, so, damals war das auch von der Kindesmutter auch nicht einfach. Ich war ja der scheiß Kanacke, so in den Augen ihrer Mutter, in ihrer Familie. Und ich war immer der böse Mann, der scheiß Kanacke und so. Auch zu viel Tagesschau geguckt damals, die Mutter von ihr, weißt du? So, und das hat einfach so keine Basis gegeben, dass ich sage, so, ich bleib da, ich versuche das so zu rütteln. Ich wusste so, da bin ich gerade der Buhmann, so, wie kannst du da diese beiden Welten auch, das waren ja auch zwei verschiedene Welten, verstehst, wie ich meine? So hier wirklich so mehr rechtsorientiert, hier sehr konservativ, islamisch, religiös geprägt. Wie sollte ich diese beiden Welten damals so als junger Mann im Alter von 17, 18 da zusammenführen? Wie ging es dann weiter? Ich hatte damals auch niemanden, mit dem ich darüber so reden konnte. Weil damals, in der Zeit, hatte auch wirklich null jemand dafür Verständnis gehabt.
Wie ging es weiter, nachdem dein Sohn geboren war? Hattest du die Möglichkeit, ihn zu sehen? Nee, papalapap, gesehen. So erster Kontakt war erstmal, so glaube ich, Jahre später. Hast du es denn versucht, Kontakt aufzunehmen? Ja klar, aber keine Chance. Wie hast du es versucht, Kontakt aufzunehmen? Damals hier, 3210 Nokia, SMS. Damals war SMS. Als du ausgerissen bist, da hat die ganze Familie dich gesucht. Ich weiß, dass auch dein Bruder damals mitgeholfen hat, dich zu suchen, dein ältester Bruder. Safe. Und ich dachte mir, wir fahren vielleicht mal bei dem vorbei, um auch ein bisschen mehr aus dieser Zeit zu erfahren, aus seiner Sicht. Mhm. Können wir gerne machen. Grüß dich. Ich bin schon mal vorgefahren. Ahmed kommt gleich nach. Was machen wir? Ich muss kurz Wasser geben. Du siehst, wie warm das ist. Ich habe einen kleinen Angriff auf dich. Ich habe mich gerade mit Ahmed über die Jahre 2002, 2003, 2004 unterhalten. Ja. Es war ja eine ziemlich ereignisreiche Zeit in seinem Leben. 20 Jahre ist das her. Ja. Wir würden da gerne mal ein bisschen so deine Eindrücke als älterer Bruder hören. Ja, kein Problem. Wie alt warst du damals, 2004, 2003? 25. 25. Selbst gewackelt hast du das? Ich? Ja. Moin Hubert erstmal, wie geht's dir? Ich hatte das Gefühl, der Moment, als Ahmed erfahren hat, dass er Vater wird, der hat sehr vieles in seinem Leben verändert. Ja. Das stimmt. Wie erinnerst du dich an diese Zeit? Wie hast du davon erfahren? Wie genau ich davon erfahren habe, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das war dann auf einmal Thema und da war ein Riesentrubel erstmal. Weil die Akzeptanz da auch nicht da war. Warum, wieso und wie konnte das sein, wie konnte das passieren? Wie war es für dich? Hattest du Akzeptanz? Hattest du Verständnis für deinen Bruder? Um ehrlich zu sein, nein. Zu dem Zeitpunkt nein. Aber damals ist das war komplett unter anderen Umständen passiert, weil der Ahmed halt auf den Weg gegangen ist, den der gegangen ist. Meinst du, mit etwas mehr Verständnis und mehr Akzeptanz hätte sich dieser Weg vielleicht auch in eine andere Richtung entwickeln können? Heute kann ich sagen, ja. Ist 20 Jahre zurück. Es war eine ganz andere Zeit. Wie bist du ihm gegenübergetreten in diesem Zeitpunkt? Wie bist du damit umgegangen, ihm gegenüber? Hast du ihn dafür verurteilt? Verurteilt in dem Sinne, also ich habe den dann nicht beachtet. War immer so ein bisschen der strengere Bruder oder andersrum gesagt, ich wollte immer das Beste eigentlich für meine Geschwister. Wir haben bereits in einer der letzten Folgen 25 Gramm erfahren, dass Ahmed auch zu dem Zeitpunkt schon seine ersten Drogengeschäfte gemacht hat. Ja. Hast du als großer Bruder was davon mitbekommen? Ja, da gibt es eine bestimmte Situation, habe ich mitbekommen, ja. Erzähl uns mehr darüber. Ja, ich mach mal Stopp. So, willst du das wirklich wissen? Ich möchte das wirklich wissen. Also heute kann ich drüber lachen, vielleicht ein bisschen. Wir haben in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Per Zufall, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, bin ich im Keller auf etwas gestoßen. Heute kann ich das sagen, auf Gras gestoßen, in der Tüte verpackt. Und das war an einem Ort abgelegt, wo nur einer von uns das hätte sein können. Und da war so auch sofort der Verdacht auf Ahmed. Und dann habe ich den, zur Rede gestellt. Das ist auch das Einzige, wo ich mich dran erinnern kann, wo richtig Zoff war. Und dann waren wir als Kinder, sag ich jetzt mal, in einer Situation, was machen wir jetzt? Wird das den Eltern erzählt? Schrecklich. Für mich war das eine schreckliche Erfahrung, weil ich komplett gegen sowas bin. Jegliche Art von Drogen. Und habt ihr es damals den Eltern erzählt? Ja, man kriegt ja auch mit, dass da irgendwie schlechte Stimmung ist oder Unruhe ist. Und wie genau, weiß ich nicht mehr. Die Eltern haben das dann erfahren, ja. Das war dann, bevor Ahmed auch von zu Hause ausgerissen ist? Ja. Meinst du, wahrscheinlich war dann sein Kapital weg. Weiß ich nicht. Was habt ihr damit gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe dann sogar zur Hälfte in der Toilette runtergespült. Wenig später gab es die Situation, dass Ahmed von zu Hause ausgerissen ist. Mhm, richtig. Der Drogenfund war jetzt nicht der Grund. Ich glaube, die anstehende Vaterschaft war der Grund. Ja, die anstehende Vaterschaft war der Grund.
zu dem Zeitpunkt hatten wir das auch noch, wussten wir das nicht. Das hatten wir dann erst erfahren. Aber ich glaube, das war nicht nur die anstehende Vaterschaft, das wurde ihm alles zu viel. Das war alles, ich sag jetzt mal, viel zu viele Sachen, womit wir als Familie dann auch nicht einverstanden waren. Ahmed war dann halt das schwarze Schaf und hat dann gesehen, dass das schwarze Schaf da nicht akzeptiert wird oder nichts zu suchen hat, auch in der Familie. Jetzt. Ich mach das so. Ich mach immer so. Alles klar? Ohne Muckibude. Wir haben schon mal ohne dich angefangen. Ja, das ist okay. Hallo zusammen. Alles klar? Robert, hast du vorgestellt? Ich mach schon. Ja, klar. Ja, ja. Ich sag dir alles genau wieder. Der Robert, der gehört hier auch schon fast zur Familie. Der gehört zum Inventar. Den müssen wir abschreiben nachher. Wir haben uns gerade schon ein bisschen über die Zeit unterhalten. Bevor du ausgerissen bist, nachdem du von zu Hause ausgerissen bist. Und jetzt kommen wir auch langsam zu dem Zeitpunkt, als Ahmed angefangen hat, auf dem Bau zu arbeiten. Da gab es ein bestimmtes Ereignis. Ahmeds erste schwerwiegende Straftat. Da kann ich mich eigentlich auch gut dran erinnern, weil das war immer Thema, dass der Chef ihm Geld geschuldet hat. Und teilweise haben wir dann als Familie gemunkelt, ach, der erzählt nur, der Ahmed, da ist kein Geld drin, der war wahrscheinlich gar nicht arbeiten, aber hat sich wohl hinterher herausgestellt, der war doch arbeiten. Und der Chef hat ihn einfach nicht bezahlt. Stimmt, das war auch noch, das habe ich voll vergessen, dass ich mich zu Hause rechtfertigen musste. Ja, wir das hatten nämlich als Familie immer gesagt, ach, der war bestimmt nicht arbeiten, der war feiern. Als rauskam, dass er die Straftat begangen hat, war das für uns alle schrecklich. Weil es hätte sich bestimmt ein anderer Weg gefunden, da an das Geld ranzukommen, an sein Recht ranzukommen. Ich glaube, da ist denen in dem Moment die Sicherung gebrannt. Ob der Geldnot hatte, weiß ich nicht. Was hättest du denn deinem Bruder damals geraten, wenn er sich dir gegenüber geöffnet hätte? Als allererstes eine Anzeige. Eine richtig fette, dicke Anzeige. Ich glaube, wir als Familie hätten ihn noch unterstützt und hätten einen Anwalt eingeschaltet. Ich weiß, das ist langwierig. Auf sowas wartet man locker heutzutage ja mehrere Jahre. Und er hätte das schlussendlich dann bezahlen müssen oder wie auch immer. Nur das, was er abgezogen hat, das geht natürlich gar nicht. Da hat er zu viel Rambo und Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger geguckt. Also das war nicht richtig. Das waren meine Vorbilder. Damit wir jetzt auch erfahren, was damals wirklich passiert ist, was deine erste große Straftat war, würde ich sagen, treffen wir jetzt nochmal einen Freund von dir, oder? Der das damals auch alles hautnah mitbekommen hat. Genau, den Sascha. Da fahren wir jetzt gleich hin, holen wir den ab. Sascha ist in der Sache mit involviert. Wir haben damals ja, wie gesagt, eine Ich AG gegründet. Und wir waren Freiberufler. Ja, und Sascha war so der Mitarbeiter. Der hat das alles so live mitbekommen, so sehr live mitbekommen. Da hören wir uns gleich mal was dazu sagen. Bruder, ich muss im Kofferraum. Weißt du, wo es heute hingeht für uns? Ja, heute geht's nach Kicheln. Nach Kicheln? Zum Feld. An der A31. Hier rechts rein. Hier in die Betthöhle. Ja. Da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern. Damals muss man sagen, war Winter, ne? Warte mal. Was denn? Sicher, dass das hier war. Hundertprozentig. Hier war das. Was ist denn hier genau passiert? Hier habe ich mir damals meinen Seelenfrieden geholt. Wir haben für einen gearbeitet, freiberuflich, haben uns Aufträge geben lassen. Und der Typ hat uns wirklich so 3-4 Monate wirklich wie Idioten knüppeln lassen. Das war wirklich, war nicht so normale 8-Stunden-Schicht, das muss man wirklich dazu noch erwähnen. Das waren wirklich so 17, 20-Stunden-Schichten in der Hoffnung, das große Geld zu machen. Hat aber nicht. Er hat uns nicht bezahlt. Dein Chef hat euch nicht bezahlt? Ja, oder der Auftraggeber. Wie lange ging das? 4 Monate. Ich bin immer wieder hingefahren, hatte den auch ein paar Mal immer angerufen. Und dann einen Tag wieder habe ich zum Sascha gesagt, komm, wir fahren wieder dahin. Bin da hingefahren, habe angestellt, das war eigentlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich ganz normal wieder nach meinem Geld fragen. Der Typ hat mich nicht für voll genommen an die Tür. Ich habe so geklingelt, ich sage, hey, wie sieht's aus, hier mein Geld? Und der kam so assi rüber, so arrogant, ja, ich habe dir gesagt, du kriegst dein Geld. Du brauchst mich nicht nerven, brauchst nicht anklingeln, ich werde mich melden. Und der wollte gerade so die Tür zumachen. Da habe ich so Fuß vorgehalten, habe das nicht zugelassen, direkt so an die Haare gepackt. Der hat etwas längere Haare gepackt und aus der Wohnung rausgezogen und direkt die Tür zugemacht, weil da so ein Rottweiler oder Dobermann. Was hat der von unten nochmal gehabt? Etwas größerer war das. Ja, ich meine, das war ein Rottweiler oder so. Ja.
Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall Tür zugemacht, da stand er so in Unterhose und Unterhemd. Ja. Habe ich erstmal ein bisschen Gewalt angewendet. Der ein oder andere, der jetzt gerade zuschaut, wird sicherlich geschockt sein. Das bin ich auch, wenn ich in der heutigen Zeit über meine Vergangenheit spreche. Dennoch ist das meine Vergangenheit und ist ein Teil von meinem Leben. Und ich teile jetzt genau gerade diese Vergangenheit, um den ein oder anderen davor zu bewahren, die gleiche Scheiße zu bauen, die ich begangen habe. Vielleicht ist jetzt gerade noch jemand tief in dem Milieu gerade mit drinne. Und ich sage dir wirklich aus tiefstem Herzen heraus, das ist jetzt gerade genau der richtige Zeitpunkt, auszusteigen, aufzuhören. Man überlegt vielleicht nur, wie mache ich mehr Geld, aber man überlegt nicht, was die Konsequenzen sind, wer darunter leidet. Familie, Geschwister, Eltern, Frau, eventuell Kinder. Ich hoffe, dass der ein oder andere jetzt gerade zuschaut, da aussteigt und dass dieses Format 25 Gramm bei einigen was bewirkt. Aber du hast ihn ja nicht nur an den Haaren gepackt. Nee, also der hat im Flur hat er schon 2-3 Ohrlaschen mitbekommen. Da habe ich gesagt, du gehst jetzt rein, ziehst dich an und kommst direkt wieder raus. Wir gehen jetzt Geld besorgen. Er ist reingegangen, hat sich umgezogen, kommt mit Ausweis wieder raus. Das hatte ich eigentlich nur als Vorwand genommen. Da sind wir runter. Das war alles so Kurzschlussreaktion. Also Sascha wusste damals auch nicht von der Aktion Bescheid. Hier, Sascha kommt mit dem Auto vor die Tür gefahren, Kofferraum auf, reingetan. Setz mich vorne rein zu Sascha. Sascha war kreidebleich und sagt, das kannst du nicht machen. Da habe ich zu Sascha nur gesagt, so ey, wenn du gleich nicht ruhig bist und losfährst, landest du gleich auch da hinten mit drin, dann fahr ich sein Auto. Ja, Sascha ist dann bis hierhin gefahren, ne? Ja. Dann ging das los. Warst du überrascht von Ahmeds Aktion? Ja, weil ich wusste von allen nichts. Also ich war dann doch schon perplex gewesen, dass Ahmed dann doch zu sowas zustande ist, ne? Weil wir wollten eigentlich nur vernünftig reden und wollten eigentlich nur unser Geld haben. Und dass das dann so eskaliert ist, hätte, glaube ich, keiner mit gerechnet. Wie hast du dich in der Situation gefühlt? Ja, erstmal beschissen. Hattest du Angst? Ja, Angst nicht, aber ein Unwohl war mir. Angst vor den Konsequenzen? Ja. Warst du selbst von dir überrascht? In dem Moment? Nee. Nee. Auch hier, du sagst Konsequenzen, ich habe daran nur gedacht. Ich wollte nur noch für mich so diese innerliche Ruhe. Ich habe da 4 Monate wie ein Idiot geackert. Ich habe da meine Zukunft gesehen. Ich habe ihm auch die Chance gegeben, damals noch Geld zu organisieren. Ich habe damals einen Joint gedreht. Wir saßen noch im Auto. Da haben wir den hinten auf die Rückbank geholt. Habe ich einen Joint gedreht. Da habe ich denen gesagt, so, guck mal, ich drehe mir jetzt hier so ganz langsam meinen Joint. Ich rauche den auch ganz langsam. In der Zeit kannst du überlegen, wenn du anrufen willst. Ich gebe dir 3 Anrufe, wo du anrufen kannst. Wenn du mein Geld organisieren kannst, ist okay, kannst du gehen. Wenn nicht, ist mir alles scheißegal. Über wie viel Geld reden wir eigentlich? Bei mir waren das 6-7 Mille. Bei mir waren das 4 und 4.300. Da habe ich denen gesagt, jetzt hier hast du das Telefon. Ruf an, besorg mein Geld. Wenn du mein Geld besorgst, ist okay, wenn nicht, Feierabend. Alle 3 Anrufe, so die ersten beiden Anrufe, nee, Micha, du schon wieder. Der andere, ach, du schuldest mir Geld. Und dritter Anruf war seine Lebensgefährtin damals. Und sie hat direkt angefangen zu schreien, zu heulen. Polizei habe ich nur gehört. Da habe ich einfach nur aufgelegt. Den rausgezogen aus dem Auto und habe den dann gehauen. Hier auf dem Feld? Genau hier auf dem Feld. Wie fühlt es sich heute an, über so etwas zu reden, als jemand, der vielleicht nicht mehr so handeln würde? Das ist schon auch alles ein bisschen mies. Mies gelaufen so. Schämst du dich dafür? Ja. Ja. Wie ist das Ganze denn ausgegangen? Das heißt, er hat hier ein paar Ohrlaschen bekommen auf dem Feld. Du hast ihn verprügelt. Und dann seid ihr weggefahren, oder was? Ja. Handy weggenommen, Jacke weggenommen und wir sind weggefahren. Und dann ist er hier irgendwo beim Bauer hat er angeklingelt. Genau, ne? Der durfte dann erstmal, cooler, der durfte abhauen. Wir sind nach Hause gefahren und dann daraufhin hat er sich hier bei irgendeinem Nachbarbauern hat er Hilfe gesucht, hat dort telefoniert und hat dann seine Lebensgefährtin angerufen. Habt ihr euer Geld bekommen? Nein. Pustekuchen bekommen. Was gab es stattdessen für euch? 18 Monate. Freiheitsentzug. Und du wurdest auch verurteilt? Ja. Ich hab mit einer Geldstrafe. Ja, hast du auch damals eine Kelle bekommen? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. 3.000 Euro Geldstrafe bekommen.